Millionen aus der ganzen Welt, von USA bis Europa, und demonstrieren gegen die US-Invasion in Venezuela, gegen Venezuela. Und an der Grenze steht etwas, was wir aus der griechischen Geschichte kennen. Das nennt sich trojanisches Pferd. Ihr wisst, was gemeint ist. Ein trojanisches Pferd mit Namen humanitäre Hilfe. Wir wissen, dass hier wird wahrscheinlich eine Invasion geplant ist. Und da sagt natürlich Venezuela, no gracias. Und dieses no gracias, nein, danke oder auf Wiedersehen, sagen wir heute zusammen mit Millionen. Wir als ersten Redner, werde ich hier vorstellen, Stefan Nattke vom Sprecherrat der DKP Berlin. Ja, schönen guten Tag, liebe Anwesende, liebe Freunde und Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. In der dritten Woche stehen wir jetzt schon hier vor dem US-Konsulat. Da drin sitzen sie und protestieren gegen diese unverhohlene Einmischung in die Souveränität der Bolivarischen Republik Venezuelas. Es ist wirklich erschütternd, in diesem Fall, nicht nur mit welcher Gleichgültigkeit, sondern mit welcher Mithilfe die USA in diesem Fall der deutschen Bundesregierung rechnen kann. Die Bundesregierung im vorauseilenden Gehorsam, möchte ich bald sagen, hat sie kurz nach der Selbsternennung des Herrn Guaido zum Präsidenten Venezuelas diesen sofort anerkannt, nachdem die USA, die US-Regierung, Administration, die dazu aufgefordert oder mehr zu weniger gesagt eingeladen hatte. Wir wissen, dass die USA auch andere Staaten einlädt, so nennen sie das. Es ist aber eine Erpressung dahinter, diesen selbsternannten Präsidenten anzuerkennen. Das ist natürlich eine unverhohlene Frechheit. Und in diesem Fall gehen Sie ganz offen vor. Sie haben es nicht mehr nötig, sich irgendwie zu verstecken oder das verdeckt zu machen. Als ich gestern einkaufen ging, der Nachbar aus der Tür kam das Thema auf Venezuela. Und er sagte mir, das kommt mir alles im Moment vor wie damals in Chile. Ich sage, ja, richtig. Ich hatte diesen Menschen nie als einen besonders politischen Menschen eingeschätzt. Aber allein, dass dieses Gefühl bei der normalen Bevölkerung so ankommt, das kenne ich doch irgendwoher. Das ist doch die Vorbereitung wie damals in Chile. Genau. Und ich habe ihm recht gegeben und habe ihm auch heute früh direkt eine junge Welt gebracht, wo er das auch nachlesen kann. Wir als Kommunisten stehen aufrecht an der Seite der Bolivarischen Revolution zusammen mit unserer Schwesterpartei, der Kommunistischen Partei Venezuelas. Die Genossen dort. Bitte? Da ist jemand nicht mit dem einverstanden, dass wir als Kommunistische Partei solidarisch mit unseren Genossen in Venezuela sind. Ich glaube, der ist auf der falschen Veranstaltung. Fakt ist jedenfalls aber auch, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses Erlebnis, dass es so ähnlich ist wie in Chile damals, nicht haben. Jüngere Mitbürger zum Beispiel. Gestern hatte ich ein Gespräch am Telefon mit meinem Steuerberater. Der sagte, naja, die haben ja da nichts mehr zu fressen, gibt da nichts zu kaufen. Warum lassen die denn die Nothilfe nicht rein, die humanitäre Hilfe? Sollen sie doch reinlassen. Also ein junger, bedarfter Mensch, der seine Arbeit eigentlich sehr gut macht, ist nicht vom Zweifel gebissen und fragt sich, was da in den Nachrichten eigentlich kommt, ob das richtig oder falsch ist. Und davon gibt es sehr viele. Denn der Deutschlandfunk und auch andere Sender
bombardieren uns von morgens bis abends mit der Venezuela-Story, dass die Leute dort nichts zu essen haben, dass es keine medizinische Versorgung gibt und so weiter und so fort. Das ist eine absolute Lüge. Das ist nicht Fake News. Da brauchen wir kein neues Wort für zu erfinden. Das ist Lügenpropaganda. So ist das. Und der Deutschlandfunk ist somit mit Schuld daran an einer Eskalation in Venezuela. Sie haben nicht erwähnt, dass aus China, Russland und aus Kuba medizinische Hilfe in Venezuela eingetroffen ist. Und Sie erwähnen auch nicht, und nirgendwo erwähnt, dass wenn es irgendwo eine humanitäre Katastrophe gibt, die zurzeit in Haiti stattfindet, da wird überhaupt nicht drüber berichtet. Die Leute sind seit Wochen auf der Straße und haben nichts zu fressen und haben keine Häuser. Und da ist richtig was los, aber unsere Medien informieren uns darüber nicht. Ich bin dafür, dass humanitäre Hilfe, die in Kolumbien ist, entweder in Kolumbien verteilt wird, an die Bedürftigen dort, weil da gibt es genug, oder sie sofort nach Haiti geschafft wird. Es ist doch zynisch, Humanitäre dort anzubieten, wo auf der anderen Seite politische oder wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land gefahren werden seit Jahren, damit es wirtschaftlich nicht auf die Beine kommt. Das Geld auf ausländischen Konten eingefroren wird, das sie mit ihrer Ölindustrie im Ausland einnehmen und dass die Bank von England die Goldreserven, die Venezuela gehören, nicht freigibt. Das ist eine Sauerei. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Sanktionen, der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Venezuela. Wir fordern, dass die britische Regierung sofort das Gold, die Goldreserven des venezolanischen Volkes freigibt. Und wir fordern, dass die USA ihre ganze Flottenverbände und Soldaten, mit denen sie Venezuela eingekreist hat, sofort zurückzieht. Wir müssen weitermachen mit unserer Solidarität und dafür sind wir heute hier. Ich finde toll, dass ihr hier seid. Versucht noch mehr Leute dazu zu bewegen, sich aktiv an der Solidarität mit dem venezolanischen Volk, mit der bolivarischen Revolution zu zeigen. In diesem Sinne, hoch die internationale Solidarität. Es lebe die bolivarische Revolution in Venezuela. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität.